Meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause an den Monitoren dieser Welt, Herr, und ich begrüße auch die Gäste hier bei uns im Grünheider Havemann Clubhaus ganz herzlich. Herzlich willkommen zu Dorf Talk. Das muss sein. Nun mag sich vielleicht der ein oder andere sagen, was macht denn der alte Schlagersänger nur noch? Nur auch noch eine Talkshow, das kann der doch gar nicht. Also mal ganz ehrlich, wer sowas behauptet, hat eigentlich recht. Wir wollen aber gar nicht eine richtige Talkshow machen im klassischen Sinne. Wir wollen nicht elitären Journalismus machen. Wir wollen uns hier einfach mal nur locker beim Bierchen. Manche trinken auch Kaffee, manche Wasser. Das soll so sein, locker unterhalten über uns und über die Themen, die so bei uns im Dorf besprochen werden. Es ist ja mal so, dass wir als Konsumenten uns in den Medien informieren. Die Medien, also die Journalisten, die informieren sich aber bei den Experten. Und die Experten sind alle unterschiedlicher Meinung. Deshalb ist es manchmal ganz gut, wenn wir den Nachbarn mal fragen, was er denn dazu meint, wenn wir uns austauschen. Und so ist das auch hier gemeint. Denn wenn man sich unterhält und lässt andere zuhören, dann schafft das Brücken. Und das ist das Ziel von Dorf Talk, überhaupt vom Bürgerfernsehen, Brücken zu schlagen zwischen Menschen, Brücken zu schlagen zwischen den Ortsteilen. Ich lade mir jeden Monat 4 Gäste aus einem Ortsteil ein und rede dann mit ihnen. Und heute ist das, und jetzt muss ich mal die Brille aufsetzen, weil geht nicht mehr so. Vorsitzende des Heimat... Jetzt muss ich... Ach, hier, siehst du, das muss ich mir alles merken. Richtig. Vorsitzende des Heimatvereins Kagel e.V. und ehemalige Meteorologin, die beim DDR, dann beim Deutschen Wetterdienst, zuletzt als Leiterin des WHO-Büros beim Umweltbundesamt gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Frau Dr. Torowski. Ich darf die Knöpfe nicht verwechseln. Ha! Er ist Vorsitzender des Landesbezirks Nordost der IG Bergbau, Chemie, Energie. Herzlich willkommen, Oliver Heinrich. Wer Geschäftsführer eines Sozialwarenhauses in Berlin-Reinickendorf ist und sowohl soziale Kompetenzen wie nötig Merkantile hat, der ist herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Seit 5 Jahren ist er auch Kagler, Mitglied des Gemeindekirchenrates. Herzlich willkommen, Peter Paul Pansing. Er verdient sein Geld als Selbstständiger damit in mittelständischen Firmen die Bereiche EDV, Betriebsabläufe, Kommunikation und Werbung so zu verknüpfen, dass ein besseres Betriebsergebnis erzielt wird. Und wenn er mit Modellbau Geld verdienen könnte, würde er sofort den Beruf wechseln. Ich habe vergessen zu drücken. Frank Zeitler, herzlich willkommen. Sag mal, Frank, habe ich da jetzt ein bisschen übertrieben mit dem Modellbau? Mit dem Geld verdienen, ja. Das klappt leider noch nicht so ganz damit. Aber wenn du Geld verdienen würdest, würdest du dann den Beruf wechseln? Ja. Es ist ja, was fasziniert denn eigentlich so am Modellbau? Also Modellbau, wer es einmal erlebt hat, das ist eine Geschichte, die kann man machen von klein an bis hoch ins hohe Alter. Ich habe Leute, die ich betreue, die zwischen, der Jüngste ist, glaube ich, 6 und der Älteste ist 81, und das ist ein Zeichen, was man also machen kann, ohne dass man aufs Alter gucken muss, teilweise sogar aufs Geld gucken muss. Man kann es mit verschiedenen Budgets machen, von klein bis groß. Und also als ich Modellbau habe ich immer so basteln, kleben. Das ist ja heute ein bisschen anders. Es ist ja nicht nur Holz und Pergamentpapier und einen Drachen fliegen lassen oder so ein Flugzeug. Heute ist ja viel mehr, da gehört ja viel mehr dazu. Ja, also definitiv. Es gibt heutzutage auf dem Modellbausektor Sachen, die man fertig kaufen kann. Die gehen los. Ich kann mal kurz was zeigen. Ja, das ist ja gut. Mal so ein ganz großes Teil, wo man wirklich für 24 Euro mit dem Modellbau beginnen kann. Und das geht weiter bis hin zu Modellen. Lässt du den jetzt auch mal fliegen? Na, da müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein, aber wir können das mal probieren, ja, selbstverständlich. Ja, das möchte ich jetzt bitte. Na? Ja, das habe ich mir schon so gedacht. Das ist der Vorführeffekt. Oh ja, ja, jawohl. Gleich mal Action. Und jetzt muss ich noch was dazu sagen. Das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Das ist ja.
Ich bin dem Frank deshalb so dankbar. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Sache, die ich schon beim Bürgerfernsehen gelernt habe. Die Hilfe, die Bereitschaft, hier mitzuwirken, ist ganz toll. Ich habe ja hier diesen Tisch selber geschnitzt. Du kannst einmal, du bist gerade da hinten. Du kannst einmal unter den Tisch, darfst du. Ich habe den selber, ich habe nämlich keinen Tischler gefunden. Und deshalb musste ich ihn selbst bauen. Und ich hätte nicht gedacht, dass man das so sieht. Ist ein bisschen hässlich, wird aber noch verändert, wird noch besser gemacht. Aber das Kernstück ist ja hier diese großartige Mimik, die Kamera, die in der Mitte ist, auf dem Drehteller. Und wenn ich jetzt hier mal vom Frank switchen will auf beispielsweise Frau Dr. Turowski, drücke ich einfach darauf, zack, hat er alles dann programmiert. Wetter. Ich finde es genial. Und als wir das ausprobiert haben in seiner Werkstatt, haben wir uns beide gefreut wie die kleinen Kinder. Kannst du mir das bestätigen, Frank? Ja, du musst jetzt... Ach, du ja, gut, ich habe gewartet. Ich habe gewartet. Ja, es war schon ein hartes Stück Arbeit gewesen. Vor allen Dingen, weil die Teile, die mir Beppo geliefert hatte, er hat mir gesagt, er bereitet das schon mal alles vor. Und ich bin ja von seiner Professionalität eigentlich überzeugt gewesen. Aber ja, das, was er mir dort gebracht hatte, war... Es war überarbeitungsbedürftig. Wir haben in der Nachbarschaft noch jemanden, der einen CNC-Service betreibt, der Herr Brüning, auch ein Neukagler übrigens. Und den musste ich um Hilfe bitten und der war dann wirklich so nett und hat dieses komplette Mittelteil gedreht, gemacht und getan. Und dann blieb mir nur übrig, die CNC-Steuerung darunter zu bauen und nur ein paar Kleinigkeiten und war schon fertig. Es ist wirklich in allerletzter Minute fertig geworden. Er hat wirklich bis gestern noch gebastelt. Prima, herzlichen Dank und das ist jetzt mal ein Applaus wert. Das will ich jetzt haben. Aber eins muss man ja auch wirklich ehrlich sagen, Frank, du bist ja auch irgendwo ein bisschen verrückter, ne? Ja. Also der normale Mensch, was hat er in seinem Vorgarten, wenn er ein Haus hat? Also im Sommer hat er eben, weiß ich, Tulpen oder so, jetzt vielleicht Astern. Was hat der im Garten, Ronny, jetzt spiel mal bitte den, was hat Frank Zeidler im Vorgarten bei sich in Kagel? Pass mal auf, spiel mal ab. Ja, eine Eisenbahn, eine Modelleisenbahn. Ich liebe verrückte Leute. Es ist fantastisch. Das Schärfste ist noch dein Nachbar. Der hat einen Carport. Natürlich hat er einen Carport, aber nicht hier so mit dem Tor. Nein, der hat eine Bahnschranke. Jawohl, vor seinem Carport. Als ich das gesehen habe, kann nicht wahr sein. Ja, eine Bahnschranke. Finde ich ganz, ganz toll. Du hast aber auch einen Gast mitgebracht, lieber Frank. Und den stell doch mal vor. Und sag, warum, ich mach den, ja? Pass auf, Achtung und jetzt. Ja, den mitgebrachten Gast, Chirurg seines Zeichens in Rüdersdorf. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre über Modellbau. Ist einer der aus meiner Sicht verrücktesten Modellflieger dieser Welt. Weil wenn ich baue, ist er auf dem Flugplatz. Und wenn ich nicht baue, dann ist er auch auf dem Flugplatz. Und wenn ich auf dem Flugplatz bin, ist er sowieso auf dem Flugplatz. Dr. Lenk aus Rüdersdorf, Chirurg und einer meiner besten Freunde. Herzlich willkommen. Herr Dr. Lenk, macht das bei mir noch Sinn? können wir noch was machen? ich würde jetzt aber natürlich sehr gern über euer gemeinsames Hobby reden. Ihr wollt, das weiß ich vom Frank, auch ein bisschen in unserer Gemeinde den Modellbau nach vorne bringen. Was habt ihr da Ideen? Was könnte man da machen? Und wie könnte man euch unterstützen? Ja, man könnte sich mal verabreden, mal eine Veröffentlichung machen über die Homepage, Termine vereinbaren, Probefliegen, Schaufliegen und dann Interessierte mit einbinden und dafür begeistern. Tolle Idee. Und da habe ich gleich einen Einspieler, der gleichzeitig auch Werbung macht für den Frühschoppen, den wir ja jeden Monat machen wollen. Und um da das ein bisschen attraktiv zu machen, da werden wir auch mit den fliegenden Kamera. Wir haben uns geeinigt, wir nennen es fliegende Kamera. Ja. Die fliegende Kamera, nicht Drohne etwa. Nein, Drohne, oh, das klingt, nein, fliegende Kamera. Und der Gag ist der, dass wir, und das ist, gibt's nur in Grünheide, dass wir ein Selfie aus der Luft machen. Ja, also die dürfen dann selber fliegen und mit ihrem Smartphone hoch und dann, hallo, da stellen sie dann bei Facebook und machen Werbung für Grünheide TV. So soll das sein. Starte doch mal bitte den Einspieler, den ich gemacht habe und dazu sage ich dann gleich noch was. Modelle? Also ich baue Flugzeuge, Schiffe, Autos, alles was heute dazugehört. Und natürlich, wir wollen ja nicht übertreiben, auch in der heutigen Zeit fliegende Kameras. Da ist sie, gucke, da ist sie, die fliegende Kamera und jetzt steigt sie hoch.
Jawohl! Und filmt uns von oben. Und wir filmen diese auch nicht umsonst, weil... du musst jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich weiß, aber wir müssen uns trotzdem unterhalten. Ja. Du kannst dich ruhig noch ein bisschen höher, wie du machen willst, so, weißt du? Und ich frage dich jetzt mal, was haben wir nämlich vor? Du weißt ja, wir wollen einmal im Monat ein Fernsehfrühshop machen. Ja. Und was wirst du da machen für meine Gäste, die Gäste des Fernsehfrühshoppens? Also grundsätzlich würde ich gerne die Leute die Angst nehmen vor diesen Geräten, zeigen, was es für ein wunderschönes Hobby ist. Und wer möchte, der kann das Fliegen bei mir auch erlernen. Das wollen wir nämlich jetzt nochmal dreimal unterstreichen. Es dürfen die Gäste mit deiner Hilfe auch lernen, wie man so eine fliegende Kamera fliegt. Ja. Ja, toll. Und das alles dürfen die Gäste des Fernsehfrühshoppens auch machen. Na, du musst noch ein bisschen üben. Ja! danke. Und das kann... wenn jetzt die Kamera auf einen der beiden gezeigt hätte, dann wüssten die, dass sie sehr verschmitzt gelacht haben. Und das hat einen Grund. Natürlich kann man nicht ein Gespräch führen und dabei eine fliegende Kamera fliegen. Nein, das hat nämlich der Doc, wir nennen ihn Doc, Dr. Lenk. Das hast du gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Und ich hoffe, ich rechne mit eurer Unterstützung, dass ihr hier auch den Modellbau, wir haben hier so ein reiches Vereinsleben, dass das noch bereichert wird durch euch. Vielen Dank, dass du da warst. Und wir wechseln jetzt. Du musst jetzt aufstehen. Ach, ein Profi. Die Kirche hat den Unterstützerkreis für Flüchtlinge einberufen, unterstützt vom Bürgermeister, von der Verwaltung. Finde ich ganz, ganz toll. Und darüber möchte ich jetzt auch erstmal schon andeuten. Das wird ja unser zentrales Thema nachher werden. Herzlich willkommen, Peter Paul Pansing nochmal. Ja. Peter Paul Pansing. Da merkt man, wie fromm man ist, oder? Ja, zwei Heilige in einem Namen. Glückwunsch an die Eltern nachträglich. Sie sind Neukagler, seit 5 Jahren hier. Siehst du, Frank, das muss ich... Ich glaube, da brauche ich noch eine Assistentin für diese Aufgabe. Sie sind hierher gekommen. Weshalb zieht man nach Kagel? Das war ganz witzig. Also 5 Jahre stimmen in dem Sinne nicht, denn wir waren schon früher Wochenendler. Wir hatten hier eine Datsche und haben uns von Anfang an maßlos wohlgefühlt in Kagel. Und dann kamen mit unserer Berliner Wohnung Mieterhöhungen und andere Komplikationen, sodass wir überlegt hatten, geben wir die Datsche auf, ziehen wir innerhalb Berlins um. Und dann haben wir gesagt, nee, wir verbinden alles zusammen, wir werden vollständig nach Kagel ziehen. Haben dann auch ein schönes Haus zur Miete gefunden und sind nun tatsächlich seit 5 Jahren dann offiziell Kageler. Herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Aber dieses herzlich willkommen, das stimmt eben auch. Und wo Sie das eben mit den Flüchtlingen gesagt haben, also nicht, dass ich mich in einer Flüchtlingssituation befunden habe, aber ich finde es erstaunlich, wie in Grünheide und in Kagel ganz speziell neue Bürger aufgenommen werden und wie schnell es gelingt, Kontakt zu finden und wie schnell es gelingt, sich heimisch zu fühlen. Nehmen Sie mir jetzt bloß das Thema, was ich mit dem Olli besprechen will, nicht vorher weg. Okay. Ich will nämlich ein bisschen mehr auf die Kirche kommen. Okay, Sie sind gern. Ja im Gemeindekirchenrat. Was hat man denn da zu tun als Kirchenrat, als Gemeindekirchenrat? Sie sind Vorsitzender, ne? Nee, Vorsitzender ist Sabine Nils. Ach, dann... Die ist heute leider krank. Gute Besserung für Sabine. Man kann das ganz doof sagen, man ist der Boss als Gemeindekirchenrat. Man denkt ja immer, die Pfarrer leiteten die Kirche. Nee, in der evangelischen Kirche ist es so, dass Laien die Kirche leiten. Und mit der Hilfe des geistlichen Beistandes der Pfarrer natürlich. Nee, was haben wir zu tun? Wir gucken auf die Finanzen, wir machen sehr viel Behördenkram, aber wir versuchen auch Konzepte zu entwickeln. Was soll unsere Kirche, was soll unsere Gemeinde leisten? Wo legen wir Schwerpunkte? Das ist in Grünheide ein bisschen anders als in Kagel, weil in Grünheide die Gemeinde sehr viel größer ist und auch wohlhabender. In Kagel versuchen wir die Seelen, die mitmachen, zu sammeln, auch neu zu motivieren. Wir versuchen, Jugendliche bei uns sich heimisch fühlen zu lassen. Und wir versuchen insbesondere
unsere Kirche nun nicht als geistliche Idee, sondern ganz konkret als Gebäude versuchen wir unsere Kirche instand zu halten. Das ist gar nicht einfach, wenn man arm ist, und das ist gar nicht einfach, wenn man eine recht alte Kirche hat. Aber da haben Sie eine tolle Idee, darauf kommen wir gleich. Vorher möchte ich noch mal ein bisschen, so ein kleines bisschen, fast ist es Philosophie, Glaube versetzt Berge, das wissen wir alle, Glaube ist aber auch Quelle für Kraft. Wenn es eine nicht zu intime Frage ist, würde ich Sie mal fragen, wie schöpfen Sie aus christlichem Glauben Kraft? Ach, du liebe Zeit. Ja, hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Kraft ich brauche. Also. Ich meine es aber wirklich ernst. Nee, okay. Das ist eine so ernste Frage, dass mir das schwerfällt, das innerhalb von ein, zwei Sätzen zu beantworten. Wenn ich jetzt versuche, das zu reduzieren auf so einen Dorftalk-Möglichkeit, dann würde ich einfach sagen, Glaube ist stets Bewegung, und es gibt unglaublich viele biblische Geschichten, die von Bewegung, von Auszug, von Neuanfängen berichten, und ich glaube, diese Beweglichkeit, sich erhalten zu können, die wird durch den Glauben in Gang gesetzt, und das ist dann auch ein Zeichen von Kraft. Also Veränderungen, die nötig werden im Leben, sei es durch Kleinigkeiten, sei es auch durch tragische und furchterregende Umstände, die beantworte ich eigentlich mit dieser biblischen Tradition des sich auf den Weg machens, des sich Bewegens, der Möglichkeit, einen Neuanfang zu finden, indem man einfach seine Beine in die Hand nimmt und weitergeht. Weitergeht auch entgegen allen Widrigkeiten, die einem so auf den Weg begegnen können. Und diese Widrigkeiten, wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat, die werden mit Hilfe des Glaubens denn umschifft oder übersprungen, oder man bleibt auch einfach mal davor stehen und sagt, jetzt ist es einfach so, jetzt muss ich mal eine Pause machen und Luft holen, und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Also Sie merken schon, auch diese Themen möchte ich gern in einem Dorftalk behandeln. Nicht nur, schön, nicht, ja, ich habe mit dem lieben Gott einen Deal, ich glaube nicht an ihn. Und er beweist mir ständig, dass es ihn doch gibt. Und das ist also manchmal wirklich, es gibt ein paar Dinge, Gefühlszustände, wo man, oder auch Glücksumstände, wo man sagt, wie kann das jetzt sein? Aber das ist für mich ein interessantes Thema, und deshalb gehört es auch in den Dorftalk. Sie haben einen Gast mitgebracht, wer ist das? Stellen Sie ihn bitte vor. Oder ich was? Habe mitgebracht Kurt Paul. Kurt Paul ist ein wahnsinnig wichtiger Mensch in unserer Gemeinde, denn, ich habe es eben schon angesprochen, vieles an unserer Kirche klappert und ist marode. Zuletzt war unsere Orgel ziemlich hinüber, und Kurt Paul ist Vorsitzender des Fördervereins der Dorfkirche Kagel e.V. Und Kurt Paul hat es mit diesem Verein geschafft, Gelder zu akquirieren, Veranstaltungen zu organisieren, Menschen zu überzeugen, wie wichtig es ist, dass eine schön klingende Orgel in unserer Kirche, sehr schön klingende Orgel in unserer Kirche vorhanden ist. Und darum ist die Kirchengemeinde ihm und dem Förderverein zu großer Dankbarkeit verpflichtet. Aber ich habe natürlich auch noch einen Hintersinn. Die Orgel, die ist jetzt super. Wer unsere Orgelkonzerte besucht, der wird das merken. Aber ich muss jetzt mal einhaken, weil die Eieruhr ist schon abgelaufen. Scheibenkleister. Ja. Ich will nämlich ihm eine Frage stellen. Übrigens haben wir einen tollen Bürgerreporter, Jürgen Husen, in Kragel. Und der hat schon den fahrenden Kantor. Ich habe die Bilder schon gesehen, ist noch nicht geschnitten, wartet nur darauf, geschnitten zu werden. Ich kann nur bestätigen, die Orgel klingt wirklich toll. Ja. Muss ich sagen, wir arbeiten als Förderverein für die Kirche, ja, für die Kirchgemeinde Kragel. Aber wir sind ein 27-starkes Team oder Mitglieder, die alle mit danach denken, wie wir das Gebäude denkmalgeschützt, 150 Jahre alt, und entsprechend auch notwendige Arbeiten immer wieder gebraucht werden. Und eins der Ideen war ja eben diese Orgel. Wir sind 4,5 Jahre jetzt dabei, die Orgel zu sanieren. War nicht einfach. Viele andere Dinge kommen noch dazu. Und wir verstehen uns eigentlich als Helfer der Kirchengemeinde in baulicher Hinsicht, um die Erhaltung der Dorfkirche zu sichern. Wird schwer. Altes Gebäude, ständig fällt was runter, ist was kaputt. Aber wir denken, dass die Kirche ins Dorf gehört.
Das Dorf ist unsere Heimat. Sie haben das erst schon angefangen. Wir wachsen immer mehr zusammen. Die Kommunen, die einzelnen Siedlungen kommen dazu. Ich wohne nämlich auch in der Hauptstadt von Kagel am Möhnsee. Wie manche pfiffige Leute, die dort wohnen, nicht unbekannt es sagen. Oder im Königreich Kagel und alles solche Dinge. Wie so er gesagt hat, wir fühlen uns hier wohl. Und wir wollen als Förderverein der Dorfkirche zur Erhaltung dieses Gebäudes beitragen. Soweit unsere Möglichkeiten das hergeben. Und bisher hatten wir Erfolg, richtig. Wir werden auch weitermachen, soweit es möglich ist. Unsere Kraft reicht, aber es ist nicht einfach. Einfach ist gar nicht. Aber jetzt muss ich doch noch mal erklären, mit dem Gib mir 5, das war doch eine richtige Information. Und zwar unsere Aktion, die finde ich deshalb so toll. Also die Idee, jetzt sag ich's mal, die Idee ist eigentlich, die Theorie, wenn jeder in der Gemeinde, in der Großgemeinde Grünheide, nur 5 Euro spenden würde, dann könntet ihr den Kirchturm, das ist ja wohl gerade die Schwachstelle, der Kirchturm saniert werden. Ist das richtig? Habt ihr nicht ausgerechnet? Nee, doch, ich kann Ihnen das sagen, werde ich aber nicht tun. Ja. wir haben da Vorplanungen und Vorideen, das ist schon klar. Es wird ein wesentlicher Beitrag sein für die Gemeinde. Kirchgemeinde jetzt gemeint, um auch eventuell noch an Förderungen zu kommen, weil da der Eigenanteil ja gesichert werden muss, wie jede Förderung in unserem Land so aufgebaut ist. Und das würde natürlich ein wesentlicher Beitrag sein, um den Grundstock zu finden und dann die Mittel zusammen zu bekommen, um den Kirchturm und andere Dinge auch noch zu instand zu setzen. Was mir an der Idee so gut gefällt, das ist ja auch das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, ist der Zusammenhalt zwischen den Ortsteilen. Und ich habe gesagt, wenn also sich der Hangelsberger dafür einsetzt, dass etwas passiert, ich habe nämlich bei einer ersten Sendung ein Projekt, das ähnlich geartet ist, ins Leben gerufen, und zwar unter dem Motto, schöner unsere Dörfer. Da habe ich, oder ich werde versuchen, eine Hangelsberger Architektin zu überreden, dass sie mir hilft. Also ich heiße, ohne Kohle, die ich dann nur durch Aktivität. Ich stelle mich da auch hin und rühre den Mörtel an. Es geht da um diese Müllstelle in Fangschleuse. Aber diese Idee, dass also wirklich wir alle dieses Wir-Gefühl entwickeln, das finde ich an dieser Idee wunderbar. Leider Gottes ist unsere Zeit vorbei. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herr, noch was bitte? Ein Satz. Gerne. Wir sind im Förderverein 4 Jahre in Kagel tätig. Und ich muss sagen, wir sind, denke ich mal, angekommen. Und wir haben mit unseren Nachbarn, den Heimatverein, den Fußballverein und andere Vereine Akzeptanz und wir fühlen uns da auch unterstützt. Prima, Dankeschön. Das Mikrofon muss ja umgebaut werden. Ich habe noch ein bisschen, aber jetzt habe ich dran gedacht, so, ich muss nämlich immer, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Man, nicht nur, ich bin dann immer so fasziniert von meinen Gästen, dass ich vergesse, den auch zu zeigen. Oliver Heinrich, du bist Vorsitzender des Landesbezirks Nordost. Der IG Bergbau Chemie Energie. So heißt das. Genau. Du bist ein richtig hohes Tier, oder? Na, sag mal, du bist der Chef der Gewerkschaft, dieser Gewerkschaft. Genau. Der im Grunde genommen aller neuen Bundesländer. Bis auf Thüringen. Ah ja, Thüringen fehlt. Genau. Kriegen wir auch noch. aber da viel Karriere kannst du ja nicht mehr machen. Da ist nur der Vorstand drüber, genau. Hallo, den haben wir hier in Kagel. Ich würde mit dir, du bist 38 Jahre alt. Richtig. Das ist ja auch so komisch, ne? Wir sind immer jetzt, früher war das unwichtig, das Alter. Aber egal, wenn du in der Zeitung stehst, Komma, Alter. Ist das wichtig eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber 3 Kinder. Papa, du warst fleißig. Genau. Und hast sofort die Statistik wieder ein bisschen nach oben getrimmt. Ich wollte, das habe ich ja schon bei ihm schon gesagt, ich wollte mit dir eigentlich mal darüber reden, wo sitzt denn jetzt dein Gastgast? Der sitzt doch in der vorletzten Reihe, aber der könnte ja vollkommen. Könnte mal zu bescheiden. Danke. Ja. Worüber ich mit dir reden möchte, ist genau das, was er schon angeschnitten hat, diese Frage. Und das hängt auch ein bisschen auch mit dem Thema, was wir nachher gemeinsam diskutieren. Damit hängt es zusammen. Wie bist du hier aufgenommen worden? Du bist ja ein Wessi, ne? Nee, nicht ganz. Das denken viele, aber das stimmt nicht. Ach. Wofür die Merkel, geboren im Osten. Ja, aber ich bin, das ist der Punkt. Ich habe wirklich mehrere Stationen in meinem Leben schon gehabt, auch sozusagen als Lebensmittelpunkt. Bin aufgewachsen im südlichen Brandenburg und war damals ehrenamtlich in der Gewerkschaft schon aktiv und habe damit Kagel eigentlich schon ab 1997 kennengelernt. Der kennst du ja noch, den FDGB. Nee, den kenne ich nicht mehr.
Aber ich kenne unsere Schule in Finkenstein und habe die ersten Jahre, als ich ehrenamtlich Gewerkschaftsarbeit gemacht habe, da viele Jugendliche auch weitergebildet, insbesondere Jugendvertreter. Damit habe ich schon immer eine gewisse Beziehung zu Kagel gehabt. Und dann bin ich 2002 hauptamtlich geworden bei der IGBC und war die letzten oder war dann die ersten 8-9 Jahre im Rheinland tätig und habe da in der Nähe von Düsseldorf, in der Nähe von Köln gelebt und habe damit schon immer wieder sozusagen neue Regionen, neue Wohnungen, neues Wohnungsumfeld kennengelernt. Und von allen drei Kindern hat auch jedes Kind einen anderen Geburtsort und eine andere Geburtsumgebung in dem Sinne. Meine Frage zurückkehren, übrigens, ist ja klar, du bist erst 38, bei mir ist das immer, da warst du ja noch ein Kind, als die Wende war. Deshalb war es völliger Blödsinn, was ich da gefragt habe, aber sei mir bitte verziehen. Was war jetzt, oder wie wurdest du aufgenommen? Das wäre noch eine Frage für mich, die wäre wichtig war jetzt. Ja, das genau, also das ist, ich bin da nach Kagel gezogen vor 4 Jahren und hatte das Gefühl von Anfang an, ich sag mal, einer sehr guten Aufnahme, sozusagen, insbesondere der Nachbarn. Und so, wenn man jetzt in Kagel an Veranstaltungen teilnimmt, am Weihnachtsmarkt, an anderen Geschichten, die Stand in Klang und Licht beispielsweise zu erwähnen, als ganz besonderes Event, bin da sehr gut aufgenommen worden. Das hat sich aber nochmal vor 1,5 Jahren etwas intensiviert und das hat mit meinem Gast etwas zu tun. Kommen wir gleich zu. Erstmal jetzt mal nur so ganz allgemein gefragt. Ist man denn als Gewerkschaftsboss auch tolerant, wenn man einen Termin verpasst, weil man im Stau steht, weil die Bahn streikt? Ja, klar. ja, klar. Also, wenn man sich so an die Spitze eines großen Verein kann ich dazu nicht sagen. Was ist, na, die, so ähnlich wie ein Verein. Ja, da muss man ja Durchsetzungsvermögen haben. Ne? Ja. Wenn man leitet, muss man das haben. Bist du ein Machtmensch? Glaube ich schon, ja. Und, jetzt bin ich aber überrascht. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, das ist schon so, aber das vielleicht gar nicht mit der Funktion zu tun, sondern Gewerkschaft hat ja in erster Linie was mit der Entwicklung von Bedingungen für die Beschäftigten zu tun. Und das hat ja insbesondere was mit Tarifverträgen zu tun. Und von Anfang an habe ich gelernt, mich mit Arbeitgebern auseinanderzusetzen. Und dann ist eher diese Führungsfunktion noch mit dazugekommen. Aber es ist schon so, dass ich für unsere Leute natürlich Macht ausübe. Ja, nee. Ach, jetzt clever. Ich meinte eigentlich, so musst du dich ja auch bei deinen eigenen Leuten, auf deinen Posten wollen ja auch andere. Das stimmt auch, ja. So meinte ich das. Also Durchsetzungsvermögen muss man da auch schon haben, nicht? Also auch, ist klar. Gut, aber jetzt komm mal, bitte stell doch mal deinen Gast vor, den du eingeladen hast. Ja, ich habe Norm Elsner mitgebracht. Kenne ich überhaupt nicht. Den kennst du gar nicht, wahrscheinlich kennen den ganz viele. Genau, den kennen ganz viele hier wahrscheinlich nicht. Alle Kagler kennen ihn. Wahrscheinlich viele Grünheider kennen ihn auch. Ist unser Gemeindewehrführer von der Feuerwehr. Norman Elsner. Ja, perfekt. Wir kennen uns natürlich schon lange und ich kann mir natürlich auch denken, schade, dass er so, er hat ja clever gemacht, ne? Also ich hätte nämlich dich jetzt gefragt, ist er ein Machtmensch? Was hast du für einen ersten Eindruck von ihm gehabt, als du ihn kennengelernt hast? Einen sehr sympathischen und wahrscheinlich haben wir haben uns sofort verstanden und ich hätte die Frage, die er mit Ja beantwortet hat, für ihn mit Nein beantwortet, weil ich habe das Gefühl, dass er eigentlich gar kein Machtmensch ist. Aber was mir aufgefallen ist, und auch das hat wieder mit unserem Thema zu tun, er hat sich ja eigentlich sofort versucht zu integrieren. Also das heißt, er ist zum Beispiel in den Feuerwehrverein gekommen. Ihn siehst du immer, wenn Volksfeste da sind, ist auch Olli da. Gehört das deiner Meinung nach auch dazu? Du kennst die Kluft. Hey, ich bin ja auch bloß ein Zugereister. Hey, 35 Jahre bin ich schon hier, aber hallo. Was meinst du? Weißt du, das Bemühen derjenigen, die herkommen, dass sie auch nicht sagen, jetzt wohne ich im Grünen, was interessiert mich der Rest? Ich gehörte ja zu denen. Ich wollte es gerade sagen. Leute gibt es natürlich und Olli ist ein blendendes Beispiel dafür, dass Integration, ich sag's jetzt mal, von Neubürgern sehr gut funktionieren kann. Als er vor knapp 2 Jahren in die Feuerwehr gegangen ist, da haben wir natürlich, so wie das normal ist, erstmal geguckt, okay, was ist das für einer? Man hat sich beschnuppert, wie man so schön sagt. Und in relativ kurzer Zeit hat er sich so gut eingefügt, ich glaube, das hat ein halbes Jahr gedauert, mit der entsprechenden Ausbildung, die dort noch zu machen sind, gehört ja auch dazu. Und
natürlich ist Feuerwehr nicht nur Feuerwehr, Einsatzdienst fahren, sondern auch alles, was das Dorf oder die Ortschaft betrifft, gehört auch dazu. Und ich glaube zu meinen, dass Oliver bisher immer dabei war. Und das gehört natürlich ganz, ganz doll zum Zusammengehörigkeitsgefühl dazu. Und was natürlich auch hier die Integration einfach macht von, ja, ich sag's jetzt mal, Neubürgern. Hervorragend, passt hervorragend. Ich wollte herausarbeiten, dass sich beide Seiten bemühen wollen. Und vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Wir müssen, Dankeschön. Jetzt muss ich wieder die Taste drücken, jetzt diese Taste drücken. Ja, diese Taste ist richtig. Wir hatten Sie ja schon vorgestellt. Sie sind eigentlich, Sie haben ja auch promoviert als Meteorologin, ja, denke ich mir. Ne? Jetzt im Ruhestand und Sie haben sich jetzt reingestürzt. Wie kommt man auf die Idee? Ich gestehe, dass ich da Vorurteile hatte. Heimatmuseum, Old Fashioned. Die Idee ist eigentlich schon uralt. Also ich bin ja seit fast 40 Jahren in Kagel, bin auch zugewandert aus Berlin. Also ich habe aber einen alten Bauernhof hier gekauft, damals mit Freunden noch, die dann praktisch anderweitig sich versorgt haben und ich habe deren Teil übernommen, weil wir uns in Kagel sofort verliebt haben. Und das ist geschuldet auch den Nachbarn. Also auf diesem alten Bauernhof war mal eine Bäckerei, waren wunderschöne alte Geräte zu finden und ich liebte schon immer das Alte. Seit meine Oma mit mir, als ich 8 Jahre alt war, mir mal ein altes Möbelstück besorgt hat, mochte ich nur alte Möbel. Und ich mag einfach das ursprünglich Alte, nicht das Wiederhergestellte. Also ich meine, klar, unsere Schule ist auch wiederhergestellt, aber ich mag das Alte eben sehr, was bewahrenswert ist. Und da habe ich halt die Dinge gesammelt, habe mich mit den Leuten im Ort unterhalten und mein liebstes Kagele Urgestein, Heidi Husen, hat mir also viele Dinge vom Ort erzählt und die Leute kamen einem einfach näher. Und das hat mich sehr berührt und wir haben sehr gute Aufnahme gefunden, wie die anderen Gäste auch schon berichteten. Und wir haben beschlossen, wenn wir unsere berufliche Tätigkeit beendet haben, werden wir nach Kagel ziehen. Haben wir etwas früher realisiert, haben das Häuschen umgebaut und wir hatten so viel alte, wunderbare Dokumente. Wir haben alte Geschäftsbriefe gefunden, alte Mehlmarken und wir haben uns immer unterhalten schon mit unseren lieben Nachbarn darüber, wo das herkommt, wie das Dorf mal ausgesehen hat. Und wir haben schon lange, bevor wir eigentlich im Jahre 2000 diese Ausstellung in der Kirche gemacht haben, die Kirche hat uns damals Asyl gegeben für unsere Bilder, wir hatten noch keine Räumlichkeiten. Und die Idee dafür hatte der Bürgermeister Norbert Nieche damals. Der hatte ein Komitee zusammengerufen und hat gesagt, also wir wollen 625 Jahre Kagel feiern. Und da haben wir uns das einfallen lassen. Und danach hat uns das alles so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir haben uns zusammengerauft mit vielen Leuten, wir gründen einen Verein. Und wir wollten den eigentlich Kultur- und Heimatverein nennen, weil ich Heimatstube den Namen gar nicht leiden kann. Ich fand das spießig, ich fand das ganz furchtbar. Und ich dachte, Heimatstube hört sich sowas von verstaubt an, wollte ich eigentlich nie. Aber man sagte, ein kurzer Name wäre wichtig und da haben wir gedacht, dieser ganz lange Kram, nennen wir uns halt Heimatverein, weil wir uns der Heimat verbunden fühlen. Ja, so kam das. Was mir unglaublich imponiert, das ist ja wahnsinnig schwierig, junge Menschen dafür zu begeistern. Ich spiele auf dieses Modell von Kagel 1823. Das haben die mit so viel Liebe gemacht. Ja. Ja, und als die Gäste aus Bochum kamen, die, ich habe das ja gefilmt damals, wo ich sage, Mensch, es ist ja wirklich eine tolle Sache. Ich habe ja, kann die Kamera mal meine Jugendleute, hier, hast du Gegenlicht, wa? Hast du Gegenlicht, kannst du nicht sehen. Ich bin ganz stolz, meine Jungen, der Justus, die Vicky und die Leute kriegen jetzt einen extra Applaus, weil ich bin ganz glücklich, die machen aktiv mit. Aktiv in der Redaktion schon mit und in dem Gestalten des Bürgerfernsehens ganz wichtig. Möchte von Heimatverein auf Heimat kommen. Ja. Was ist das eigentlich? Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, weil ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, was Heimat ist. Mhm. Da beschäftigen sich ja Leute richtig wissenschaftlich mit. Was ist für Sie Heimat? Ja, also ich muss sagen, ich bin zwar geborene Berlinerin. Meine Eltern stammen aus Königsberg, Ostpreußen, sind geflohen damals. Meine Mutter und mein Vater haben mir die Flucht geschildert, wie dramatisch alles war. Aber im Grunde waren sie in Deutschland geblieben oder auch die Kageler. Wir haben bei der Erarbeitung der Ortschronik und der Schulchronik gemerkt, wir haben die Leute befragt, wie sie die Zeit nach 45 erlebt haben, haben auch gemerkt, sie sind, haben fliehen müssen, kamen wieder zurück, aber kamen in ihr Haus zurück. Es war alles kaputt, aber es war praktisch ihre Heimat. Und die anderen mussten sich Heimat neu erobern. Und Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt, wo man liebe Nachbarn hat, wo man
eine Aufgabe hat, wo man sich in die Gemeinschaft einfügt, wo man merkt eigentlich, dass ringsum, so wie in Kagel, existieren 10 Vereine und alle arbeiten miteinander. Herr Paul hatte das schon gesagt. Also wir sind alle praktisch vernetzt und das gefällt mir sehr gut. Also man fühlt sich wohl, man ist warm aufgenommen. Die Nachbarn und Freunde sind aus Kagel und das ist toll. Und das wäre jetzt eine, genau die richtige, ja, Sie sind ja die einzige wirkliche Urkaglerin, ja. Und sozusagen die einzige Einheimische. Stellen Sie doch mal bitte vor, Frau Trowski. Ja, also darum, meine liebste Freundin Heidi Husen ist Lehrerin hier gewesen. Also sie hat in Kagel, ist sie groß geworden, hat dann studiert in Berlin natürlich, wie wir alle. Und ist dann trotzdem jetzt wieder aktiv nach ihrer Tätigkeit. Sie hat in Grünheide gelehrt, hat dann in unseren Heimatverein gefunden. Und wir haben zusammen die Idee entwickelt und wir arbeiten zusammen, ohne viel zu reden. Wir verstehen uns einfach so. Jetzt können wir gleich, weil also eine bessere Überleitung zu unserem ernsten Thema hätte ich gar nicht finden können, die Frage, also Sie einheimisch, Sie zugereist, wir alle zugereist, die unsere Bereitschaft, also die Bereitschaft, überhaupt erstmal Fremde aufzunehmen, deren das hier nicht die Heimat ist. Wie stehen Sie dazu? Die Bereitschaft, denke ich, ist von... Ich bin noch nicht bei den Flüchtlingen. Die Bereitschaft ist ja... Naja, mein Sohn ist noch ein kleiner Flüchtling, nicht? Aus Berlin geflohen. Nee, ich denke, Kagler sind eigentlich sehr offen. Aus Berlin geflohen, das müssen Sie mal aus der Zunge zergehen lassen. Die Bereitschaft der Kagler, auch der Urkagler, wie wir sagen, andere aufzunehmen, die ist eigentlich wirklich nicht nur bei mir vorhanden, sondern bei ganz, ganz vielen. Und es kommt darauf an, wer kommt. Wenn man merkt, man rennt offene Türen ein, dann weiß man genau, gehören zu uns, beziehungsweise wir können ja auch eine ganze Menge lernen. Wenn man so in deinem kleinen Ort groß geworden ist, klar, ein bisschen Berlin liegt ja vor der Tür, aber das ist ja doch eine eigene Suppe so. Aber das ist doch ganz gut, wenn wir Anleitung oder Hinweise oder einfach Ideen auch von anderen Leuten bekommen. Und oftmals das Schöne an der Heimat sehen wir ja gar nicht so wie Leute, die von außerhalb kommen. Ich kann da aus der Familie reden. Das habe ich von Achim Hippel, der jetzt einen Verein gegründet hat in Hangelsberg. Auch einer aus West-Berlin, der in dem Gespräch mit ihm kam raus, dass gar nicht die Einheimischen sind, ich sag mal, blind für die Schönheit, für den Reichtum, für die Schätze in unserer Gemeinde. Und das ist vielleicht immer... Da sind Fremde manchmal ganz gut, die dann sagen, und er hat ja mit den Verein gegründet, die Heidi ist, glaube ich, auch da, wo sitzt sie? Ja, da ist sie, hallo. Das finde ich eine tolle Sache, ich bin übrigens auch in dem Verein drin, weil ich auch diese Querverbindung zu Frank Schleuser Bahnhof, den wollen wir nämlich auch, das wollen wir auch noch schaffen, dass er schön wird. Also ich finde das ganz, ganz toll, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, zu erkennen, dass Fremde auch Reichtum bedeuten. Und nun wird es ein ernstes Thema und deshalb gibt es erstmal einen Einspieler. Darüber will ich mich mal unterhalten mit euch. Nur der große Dreck, der ist ja unterwegs. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diese Bilder von der slowenischen Grenze sehen. Erschütternd. Kleine die Kinder, Menschen müssen wir aufnehmen, da führt kein Weg mehr dran vorbei. Wir haben diese Bilder gestern Abend so im Heute-Journal. Da siehst du diese kleinen Kinder mit diesen kleinen Sandalen latschen, die da durch diesen Morast. Es ist, schau dir das mal an. Bitter, bitter kalt. Also die sind nun mal da. Ja. Also wir müssen mit denen irgendwie umgehen. Und da würde ich auch sagen, bitte sofort mit der Transall nach Deutschland holen. Das kann man keinen Tag länger mit anschauen. Aber wir müssen es so regeln, dass nicht für jeden, den wir holen, dann 10 sich auf den Weg machen. War es ein Fehler, das Selfie zum Beispiel, dieses berühmte Selfie mit den Flüchtlingen zu machen? Ich stelle mir das so vor, dass so ein Bild von Teddybären und Willkommensplakaten und Selfie mit der Kanzlerin direkt auf dem Handy auftaucht im Flüchtlingslager. Jetzt frage ich Sie, was würden Sie machen als Familienvater, wenn Sie wissen, so sind Sie willkommen? Sie würden sich auf den Weg machen. Das ist das Thema. Es ist ein verdammt ernstes Thema und alle haben mich gewarnt, du bist doch wo wahnsinnig, willst du das wirklich in einem Dorftalk machen? Ja! Ich habe mir Transparenz und Ehrlichkeit und Offenheit auch bei heißen Themen auf die Fahnen geschrieben und deshalb heißt unser Thema heute Flüchtlinge willkommen? Fragezeichen. Jetzt haben wir das gerade gehört und ich gestehe, ich bin im Unterstützerkreis für Flüchtlinge, aber zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Frank, du hast lange nicht gesagt, jetzt wird es mal ernst und jetzt musst du auch was dazu sagen. Ja, es ist ein ernstes Thema, aber wir müssen es ja nicht immer mit Bier ernst und gleich immer die Trauermine aufsetzen. Das ist ja das, was ihr so gesagt habt. Wir heißen Fremde willkommen. Ich glaube, darüber brauchen wir hier uns nicht zu verständigen. Das ist eindeutig, dass man Menschen in Not helfen muss, ganz klar. Aber die Frage ist es, und das hat er ja angekündigt, wo ist unsere Leistungsgrenze? Also, Frage, Flüchtlinge willkommen.
Frage. Ja, Thema Flüchtlinge ist sicherlich ein Thema, was alle bewegt. Nicht nur die Zugezogenen oder die frisch aus Berlin oder wie ich aus Rüdersdorf kommen. Nein, Thema Flüchtlinge ist wirklich eine Sache, die auch einen Standpunkt erfordert. Und ich bin für Flüchtlinge in dem Sinne, dass sie immer willkommen sind, gerade Flüchtlinge, die auch in der Not sind. Aber es ist auch eine Aufgabe, die eine Gemeinde oder auch ein Ort hat, der sich sagt, jawohl, ich hole mir Flüchtlinge. Wenn ich sie bloß als Verwahrstelle benutze, dann ist das natürlich eine Sache, wo ich sage, was haben die Leute für eine Zukunft, was haben sie für eine Perspektive. Es wäre also wichtig, Leute, gerade wenn ich sie in unseren Ort hole oder egal, wo sie heutzutage aufgenommen werden, ist die Erstversorgung gehört dazu, jawohl, bisschen Klamotten und alles, was sie so brauchen, um aus dem Gröbsten zu kommen. Aber was mache ich mit den Menschen danach? Ja, und das ist eine Aufgabe, die muss man sich stellen. Ja, was kann ich damit machen? Was wollen wir mit den Flüchtlingen tun, die hier noch zu uns in die Gemeinde kommen oder in die Nachbarorte oder sonst irgendwas? Und wenn man dort eine Möglichkeit findet, die wirklich zu integrieren, weil sie haben ja nicht nur ihre Heimat verloren, das, was wir vorhin angesprochen haben, sie haben nichts, sie haben kein Zuhause mehr. Das ist eigentlich das eine Sache und das kann man nicht kompensieren. Das kann man nur lindern, die Sache. Und ich glaube, dass wir da alle eine Aufgabe haben und auch zu überlegen, wie können wir sie integrieren, was wollen wir mit den Leuten machen und wie kann man ihnen außer der Ersthilfe auch weiterhelfen. Kommentarlos. Man merkt jetzt so, die Technik funktioniert und schwupp muss man bereit sein. Ich darf gar nicht mehr moderieren, ich drücke einfach den Knopf. Krass. Es ist eine Flüchtlingskatastrophe. Und natürlich ist es zunächst eine Katastrophe für diejenigen, die fliehen müssen, vor Krieg, Gewalt, Hunger, widrigsten Umständen. Aber ich finde, es ist auch eine Katastrophe, was uns jetzt hier begegnet, wie wir damit umgehen können. Also in Berlin sieht man es ganz deutlich. Staat schafft es kaum, damit umzugehen. Ich glaube auch an der österreichisch-bayerischen Grenze weiß man nicht mehr weiter. Also darum finde ich, es ist ein wirklich ernstes Thema, das mir Sorgen bereitet. Ich habe auf so viele Dinge keine Antwort, außer die Antwort, die eben auch schon gesagt wurde. Die Menschen sind da und nun müssen wir was tun. So. Wir haben von der Willkommenskultur hier in der Gemeinde in Kagel gesprochen. Die bestreite ich nicht. Ich frage mich manchmal, ist es eine gute Idee, die Menschen hier aufs Land zu verfrachten, weil ich mich hier noch mehr frage, was können die für berufliche Perspektiven haben. Ja, da muss ich aber gleich mal einhaken. Ich meine, wir haben die Situation, die Menschen sind dort in Not. Da geht es darum, Bomben auf den Kopf oder nicht. Da kann man, glaube ich, nicht noch die Ansprüche so hochdrehen, dass man sagt, ja, ich möchte aber bitte nach Berlin oder ich möchte nach München oder Aha. Ich möchte dahin. Also ich meine, da müssen wir doch auch mal bitte die Kirche im Dorf lassen. Ja, das sind bloß Fragen, die ich mir stelle. Ich meine, ja. Die meisten Leute, die hier wohnen, die pendeln nach Berlin zur Arbeit. So furchtbar viel Arbeit haben wir hier nicht. Und darum ist die Frage, was machen wir hier, wenn man in Altbuchhorst sitzt oder in Kienbaum, wie kann man genau das machen, was Sie auch gesagt haben, wie kann man dieses Leben halbwegs wieder lebenswert gestalten? Es ist keine Frage, dass eine reine Verwahrung und ein Füttern mit Lebensmitteln und eine warme Decke ausreicht, um ein menschenwürdiges Leben zu gestalten. Wahrscheinlich wird es so aussehen, dass viel über den sogenannten Freizeitbereich laufen muss, dass eben erstmal ehrenamtliche Kräfte sind, die versuchen, irgendwelche sinnvollen und angenehmen Beschäftigungen zu finden. Ich gehe auch weiter, dass die Politik gefordert ist, auch unkonventionelle Möglichkeiten zu schaffen, und wahrscheinlich werde ich mich da mit dem Gewerkschafter in die Haare kriegen. Ich denke, das alles, was die Gewerkschaft an Arbeitnehmerrechten und so erkämpft hat, es ist wunderbar. Es ist jetzt gerade die Diskussion Mindestlohn, ja oder nein. Ich kann mir schon vorstellen, dass es unkonventionelle Möglichkeiten geben muss, auch zu einem niedrigeren Gehalt Jobs zu ermöglichen. Und die gibt es natürlich auch hier in der Gemeinde. Ich meine,
Sicher, aber ich möchte jetzt mal einhaken, weil ich glaube, dass es gibt den ersten Schritt, es gibt den zweiten Schritt und es gibt den dritten Schritt. Und man kann jetzt nicht schon über den fünften Schritt diskutieren. Ich glaube, dass, und das gefällt mir sehr gut an der Verwaltung erstmal, die haben sich schon gekümmert, also das weiß ich ja nur, weil ich in der Gemeindevertretung bin, wo also noch gar kein Flüchtling da war. Dann waren Flüchtlinge da, da wusste man noch ja nicht in Störitzland, dass welche da sind überhaupt. Also ich finde das gut, auch natürlich die Initiative von der Kirche, dass wir uns schon kümmern, nicht erst, wenn die Lunte brennt, sondern vorher können. Aber dann, das Erste ist ja jetzt, und der Trend geht dahin, Herr Lindemann hat auch ganz klar gesagt, wir brauchen erstmal Massenunterkünfte. Wir können doch diese 10.000 Leute, die da jeden Tag kommen, nicht mit einer Wohnung versorgen. Wir wollen uns die ganzen Sozialwohnungen hernehmen. Das ist doch Theorie. Also wir müssen, glaube ich, die Kirche, wie ich schon wiederhole mich, die Kirche im Dorf lassen. Aber, und jetzt komme ich damit zu dir, Olli, natürlich müssen alle Zugeständnisse machen. Das fordert auch hier, ist übrigens der Oberbürgermeister von Tübingen, der jetzt auch gleich noch zu Wort kommen wird, der Boris Palmer. Ich habe das vom ZDF übernommen, weil das sind genau die Punkte. Der sagt, also wir haben, wenn du nur übers Bauen denkst, ja, die müssen jetzt über den Wintern, da gibt es den Artenschutz, den Westergeier, was es da alles an Hemmnissen gibt. Und da ist natürlich sowohl die Gewerkschaft angefragt, was dann später dann integrationsmäßig anbelangt, aber auch der Gesetzgeber, dass er sagt, pass auf, wir haben jetzt hier eine Notsituation und müssen die handeln. Da bin ich ja völlig bei dir. Ich meine, die haben wir ja hier in der Gemeinde auch schon gehabt. Ich habe das hin und her mit Kienbaum auch nicht so richtig verstanden als Bürger, wenn da sozusagen Wohnungen schon seit längerer Zeit eigentlich zur Verfügung stehen und an bestimmten Infrastrukturmaßnahmen es hängt. Aber das eigentliche Problem, da bin ich trotzdem... Bei meinem rechten Nachbar kommt, glaube ich, in der zweiten und dritten Stufe. Wir sind im Augenblick eher bei so einer Frage von humanitärer Hilfe und Notstand, ich sage mal, diese Erstversorgung zu machen. Aber die eigentliche Problematik ist dann in der Tat die Integration. Das heißt also, sobald die Menschen dann ihre Aufenthaltsberechtigung kriegen, dann ja ein anerkannter Flüchtlingsstatus und es geht dann in die Integration, dann sie in den Arbeitsmarkt zu bringen, in die Gemeinschaften zu integrieren. Und da habe ich in der Tat ein bisschen große Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, wenn ich an unser Land denke. Ich meine, wir wohnen ja hier im Speckgürtel von Berlin, deswegen passt das nicht ganz so. Aber wenn ich jetzt an die Uckermark oder andere Regionen denke, die eigentlich unter dem demografischen Wandel prädestiniert dazu wären, auch Flüchtlinge aufzunehmen, weil sich die Dorfgemeinschaften dort aus eigener Kraft eigentlich gar nicht mehr weiterentwickeln können, sondern zum Aussterben verurteilt sind. Aber die Menschen sind ja da weggezogen, weil sie da Perspektiven nicht haben. Und das wird wahrscheinlich genauso das Gleiche wieder sein, wenn wir da jetzt schaffen, Flüchtlinge hinzubringen und zu integrieren. Ich will dich nicht festnageln. Aber dennoch, das Problem ist ja nicht das, das wissen wir ja alle. Aber was wir nicht wissen ist, bewegt auch ihr euch... Bewegt sich eben der Gesetzgeber, dass er sagt, okay, wir haben hier eine Notsituation, also auch die Integration. Das, was ihr euch erkämpft habt, sei euch gegönnt. Aber ob es noch so bleiben wird, mit einer Million, es werden mindestens 1 Million Flüchtlinge, das wird nachher so sein, auch wenn man beschwichtigt, dann müssen wir uns auch bewegen und liebgewordene Gewohnheiten über Bord werfen. Das ist vielleicht auch eine Chance. Ist keine Frage, wir haben damit schon angefangen. Wir haben in der chemischen Industrie einen Unterstützungsverein, wo es darum geht, benachteiligte Jugendliche in die Ausbildung zu bringen. Das haben wir jetzt umgemünzt und haben gesagt, das ist nicht nur für benachteiligte Jugendliche, sondern auch für Flüchtlinge gedacht, um die in die Erstausbildung zu integrieren können, weil die teilweise mit anderen Schulabschlüssen unterwegs sind als wir. Da werden wir uns bewegen müssen. Was das Thema Mindestlohn betrifft, glaube ich, dass das ein völlig falscher Anreiz wäre, weil das dann sofort auch Flüchtlinge eher in diesen Dumpinglohnbereich reinbringt. Das ist dann so auch an Grenze von Schwarzarbeit und Ähnliches. Von daher glaube ich, dass das nicht der richtige Schritt ist, sondern da werden wir normal mit unseren bisher geregelten Bedingungen klarkommen. Und da ist, glaube ich, auch genug Luft drin. Frau Dr. Zuchowski. Ja. Wir haben am Donnerstag Mitgliederversammlung gehabt und wir haben auch über das Thema Flüchtlinge gesprochen. Und wir sind eigentlich der Meinung, ganz klar an der Basis muss man erstmal die Bedürfnisse kennenlernen. Also wir haben den Wunsch, wir haben uns unterhalten, man kennt ja aus Funk und Fernsehen, also alles, was auf das Land einströmt. Und ich finde, man muss eigentlich vor Ort ganz konkret werden. Man muss die Bedürfnisse erfragen. Und dann, man muss die Leute kennenlernen. Man muss ja wissen, welchen Hintergrund haben die? Wo kommen die her? Was erwarten die? Also wollen die erstmal nur in Sicherheit sein, um dann wieder in ihr Land zurückzugehen? Ich denke, das wird eine ganz große Anzahl von Leuten betreffen. Auch welche, die ausgebildet sind. Oder sind das junge Leute, die in ihrem Heimatland überhaupt keine Perspektive mehr sehen, die dann wirklich sagen, wir würden uns gerne hier in diesem Land zurechtfinden wollen und würden integriert werden wollen? Ich denke, das ist nicht alles eine Soße. Man kann
kann da, glaube ich, nicht alle über einen Kamm scheren. Man muss die Leute fragen. Und wir haben gesagt, wir würden uns gerne bereit erklären, auch im Heimatverein, da eine Gruppe von Bewohnern, weiß ich, in Kienbaum oder wo, zu empfangen und mit denen mal ein Gespräch zu führen, auch zu gucken, wie viele Kinder sind darunter, welche Kinder würden sich gerne mal in der Freizeit, wie wir vorher unser Modellprojekt gemacht haben, beschäftigen wollen. Oder wollen die das gar nicht? Sind die mit der Schule sowieso so eingebunden, dass dieses Angebot nicht angenommen werden kann? Wir wissen es ja gar nicht. Wir kennen die Leute ja gar nicht. Und ich finde, die Leute vor Ort, so wie wir, haben eigentlich die Möglichkeit, nicht die große Politik zu machen. Da, denke ich, kümmern sich sehr gut auch andere darum. Diese Grundversorgung, was schon gesagt wurde. Ich denke, wir sind eigentlich vor Ort aufgefordert, wirklich die Leute kennenzulernen und zu sagen, was wollt ihr? Wer seid ihr? Mal zu fragen, wie die, kommen die aus einem großen Flüchtlingslager? Kommen die aus einer Stadt? Kommen die aus einem zerbombten Haus? Wissen wir alles gar nicht. Und mich würde das sehr interessieren. Und ich glaube, unsere Vereinsleute auch. Und wir haben uns dazu verständigt, dass alle sagen, wir würden mit denen Spiele Nachmittage machen. Wir würden sie durch den Ort führen. Also ganz konkrete Arbeit vor Ort stellen wir uns vor. Vielen Dank. Ich habe mir hier so eine Sanduhr. Deshalb, damit ich die Zeit nicht verpasse. Warum ich die eigentlich habe, kann ich nicht feststellen. Die Gespräche waren hier so faszinierend, dass ich, glaube ich, mindestens eine halbe Stunde überzogen habe. Ich wollte nämlich nur eine halbe Stunde machen. Das Thema brennt aber so. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Gespräch. Es war super interessant. Ich hoffe, dass es auch für euch interessant war, dass ihr mir verzeiht, dass ich überzogen habe. Es kommt ja auch keine Tagesschau. Vielen Dank. Wir nehmen dieses Thema wieder auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war unsere erste Ausgabe von Dorftalk. Tschüss.